Juhu, ihr Lieben! Hurra, hurra, hurra! Oh, wir spielen ein neues Spiel! Yes! Es ist wieder soweit. Wir starten ein neues Mammutprojektchen. Ja, was denn bei der Hochladezeit auch schon wieder dann Monate dauern kann. Nein, das wird schnell folgen, das Ding hier. Wir sind gespannt. Habe ich da eine leise Kritik herausgehört? Nein, gar nicht. Ja, wie ihr sehen könnt, das heißt, lang ersehnte, von euch meist gewotete Spiel aller Zeiten ist Patrimonium und ich rede im Blödsinn raus. Nein, das macht ja nichts. Auf jeden Fall ist es richtig mega geil. Es ist sogar ein Freeware-Adventure, also ein Fan-Adventure irgendwie. Und wir haben es mal Urzeiten haben wir es mal angespielt und natürlich alles wieder vergessen. Also ihr werdet uns hier wieder rumstolpern sehen. Hoffentlich nicht so schlimm wie bei Robin. Aber das wird mit Sicherheit lustig. Das wird sehr, sehr lustig. Aber wir starten, ne? Jo, würde ich sagen. Ein neues Spiel. Akt 1. Mit dramatischer Musik. Die Musik ist überhaupt ganz gut in dem Spiel. Mhm. Das stimmt, die habe ich auch noch in Erinnerung. Wow. Mal sehen. Rechnung, Rechnung, nichts als Rechnung. Blöd. Was ist denn das? Ein Brief von Professor Wonkiek. Oder wie auch immer. Ja. Wer braucht schon Rechnungen? Kein Mensch. Macht's gut, ihr Blutsauger. Das ist toll, das mache ich jetzt morgen auch. Oh, oh. Den Brief wird er drin lesen, hat er gerade gesagt. Das sind die. Sind das etwa schon wieder die Schuldenantreiber? Die werden mich auch diesmal nicht erwischen. Ab ins Haus. Tür zu. Sind das die Blues Brothers? Das sieht fast aus. Herr Wehr, wie heißt der? Wir wissen, dass sie da drin sind. Nobler oder so. Hobler, klar. Hobler. Heißt der nicht Julian Hobler? Ich glaube, ja. Machen Sie auf der Stelle die Tür auf oder treten Sie ein. Wir werden Ihnen auch ganz bestimmt nicht wehtun. Au! Psst. Was? Ich habe irgendwas gehört. Und ich kann den Text ganz schwer lesen. Er müsste zu Hause sein. Öffnen Sie endlich, Herr Hobler. Ja, Hobler heißt er. Und nicht Toblerone, ne? Ja. Vielleicht ist er ja gar nicht zu Hause. Doch, das hab ich im Urin. Ich muss mal gerade meine P-Kraft benutzen. Die P-Kraft, genau. Oh nein, es passiert etwas. Die brechen einfach so ein, hey. Dring einfach in unser Haus ein, ich glaub's doch nicht. Schauverschämtheit. Boah. Oh, der Herr Hubler, der lebt ja ganz schön ordentlich. Er ist wirklich nicht da. Dafür wird er sich über mein Willkommensgeschenk freuen. Sollte dieses lustige Problem beseitigen. Oh, wie gemein. Fies. Gas. Und hast du ihn erwischt? Nein, er ist nicht da. Hä, was sagt er? Dann warten wir eben noch ein wenig. Und du? Ah, das sind ja, wir hier. Ja. Ich werde mich einfach an diesen Idioten vorbeischleichen und mit ihrem Auto abbauen. Boah, die werden sich noch wundern. Aber wohin dann? Ah, keiner will sich mir für ein richtig finsteres Zeit nehmen. Es ist so eine Scheiße. Lies mal erstmal den Brief, weil ich glaube, mich zu erinnern, du kannst dann nur gehen, wenn beide nicht wenn beide so gucken. Mhm. Außerdem liegt dem Brief eine Reservierung für ein Flugticket bei. Und das ist geil. Hamburger, der Grundstein eines jeden nahrhaften Früchte. So, jetzt geht das los. Wollen wir erst den Brief lesen, ne? Ja, würde ich doch sagen. Magst du, oder? Oh ja. Lieber Julian, vielleicht hast du dich schon gewundert, warum ich so lange nichts von mir habe hören lassen und was ich so lange in Ägypten treibe.
Ich darf dir leider nicht über die Details unseres Projekts erzählen, aber so viel sei verraten. Wir haben eine bahnbrechende Erfindung gemacht, deren Erforschung wir höchste Priorität einräumen. Da mein neuer Arbeitgeber all meine Flüge zahlt und du gerade etwas Urlaub brauchen könntest und außerdem sowieso kein Geld hast, habe ich geblieben eine Reservierungsbestätigung für eine Geschäftsreise von München nach Kairo beigelegt. Ich freue mich bereits darauf, dich hier begrüßen zu dürfen. Dann kann ich dir auch endlich mehr erzählen. Entschuldigung für die Geheimnistuerei. Mit freundlichen Grüßen und auf ein baldiges Wiedersehen, Peter. Ach, der Peter hat uns geschrieben. Der Peter. Das ist ein netter Peter, ja. So, mein kannst du noch die Schaufel nehmen und Moment. Diese Pfanne? Er ist ja. Leer, ja. Das wundert mich gar nicht. Er hier, Schaufel. Ja, was verrottet da wohl alles? Okay, warum will er die Schaufel nicht nehmen? Weil du nicht auf Nimm drückst. Ah, Nimm Kompost. Der Teil. Schaufel? Die will er nicht. Will den Kompost. Okay. Und diese Falle hier? Oh, da muss ich mich schleichen, ne? Ja, Vorsicht. Da, weil. Ja. Jetzt kannst du vorbei. Jetzt gucken sie. Ja, jetzt ist wieder zu spät. Achso, soll ich da die Falle dann nehmen? Wenn sie nicht gucken. Ich weiß nicht. Ach, hat er genommen jetzt, ne? Ah, nee, wunderbar. Doch nicht, hat er nicht genommen. Ich glaube, du kannst auch nichts nehmen, du musst nur vorbeilaufen. So, aber die Schaufel die beiden... will er nicht nehmen, das ist ein bisschen komisch. Kannst da nichts nehmen. Ich hatte drei Gründe zur Bundeswehr. Okay, gut, dann machen wir mit vorbeilaufen. Bin ich Patron. Zweitens liebe ich mein Land. Und drittens wurde ich eingezogen. So, ah, das ging ja. Ha! Sind die super. Blöd. Oh, das sind solche Vollhongs. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Verschwinden wir von hier. Wer früher oder später, das habe ich jetzt nicht gelesen, dann wartet eine bombige Überraschung auf ihn. Er wird früher oder später aufkreuzen. Genau. Das hätte dir wohl gerne. Was ist? Tja. Nichts. Gib mal Feuer. Oh. Jetzt wird's kriminell. Ja, diese Raucher sind gefährlich hier. Hinweis. Liest du. Rauchen gefährdet die Gesundheit. Ich glaube, ich habe das Brecheisen im Haus vergessen. Geh ich doch gleich noch mal rein und hol's. Jo. Ja, und jetzt komm, mach Feuer. Aber echt. Dann erbst du alleine. Warte, ich komme. Cool, und jetzt. Boah, sind die dämlich. Die sind echt nein. Sehr blöd, echt. So, und wir sitzen schon im Das habt Wasser. Ihr davon, wenn ihr euch mit einem Julian Nobler einlasst. Hobler. Bam. Ja. Verflucht. Was war das denn? Das war dein Haus. Ja. Ich hätte doch meine Versicherungsbeiträge zahlen sollen. Verdammt mich. Schönes blondes Haar hat der Kerl. Aber wirklich ein blonder Eckbert, mal wieder. Oh, wo sind wir da gelandet? Am Flughafen. Sollen wir mal schauen, ne? Ja, wir gucken uns erstmal ein bisschen um, ne? Einer der legendären Schackweise Getränkeautomaten. Leider habe ich nicht genug Kleingeld. Wen das ist doof. Das? Was haben wir denn eigentlich an Kleingeld? Da ist eine Münze im Einkaufsschacht. Vielleicht komme ich da irgendwie ran. Da brauchen wir sicherlich irgendwas. Ja. Ah, die Verleihte braucht ein angenehmes Flair. Ein kleiner grüner Kaktus. Steht draußen im Balkon. Holla hi, holla hi, holla. Ja, klar. Ja, wieso macht er das jetzt nicht? So. Hallo! Gut, dass du da bist. Ach, der ist auch gelb. Ach, der... Achso, der ist auch gelb. Ich habe ja diesen eiligen Job. Ich glaube, Entschuldigung, aber hier liegt eine Verwechslung vor. Ach, verzeihe, nicht so ungut. Alles klar. Da geht's zu den Toiletten. Ja, musst du sagen, öffne. Unten. Ah ja, ganz klar. Das ist wie ein LucasArts-Spiel. Ich geh da nicht rein, solange es nicht nötig ist. Ja, dann sauf okay. Was kommen, dann wird's nötig. Dann laber doch mal mit der Tussi da am Schalter. Schöne Tussi. So. Hallo! Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Ich habe einen Flug nach Kairo reservieren lassen. Ja, klar.
Ich habe einen Flug nach Kairo reservieren lassen. Aha, so. In Ordnung, dann brauche ich Ihren Namen. Oh, wie heißt Peter von Ziert. Ja, genau, Michael Jackson ist auch schön, aber gut. Ja, hier, von Ziert, Peter. Können Sie sich ausweisen, Herr von Ziert? Nee, können wir nicht. Sicher nicht. Ich behaupte jetzt einfach mal, ja. Lassen Sie mich mal sehen. Aha. Ich habe nur mein Personal. Das ist in Ordnung. Moment mal. Sie sind gar nicht Peter von Ziert. Scheiße. Ah, siehst du? Haben Sie verdammt recht, scheiße. Ah, je. Mist. Okay, gut, das war. Also gut, dann müssen wir uns irgendwie einen Ausweis machen lassen. Was ist denn das da hinten für ein Dödel? Passbilder! Hey, Passbilder! Müssen wir erstmal mit dem da reden, wahrscheinlich. Ja, quassel mal mit dem. Oh Gott, da ist nochmal so ein Dings. Oh, noch einer. Moment, ich kann gerade nicht. Ja? Oh, das hier vielleicht. Ja, ich würde immer von oben nach unten runter fragen, aber... Was machen Sie denn da? Dieser Passbildautomat funktioniert nicht. Ich repariere. Was ist denn kaputt? Ah, irgendwas scheint mit dem Blitzlicht nicht zu stimmen da. So ist das. Ich habe das Gefühl, dass die Birne defekt ist. Ich werde sie wohl austauschen müssen. Außerdem kann ich den scheiß Text hier gar nicht lesen, wenn er so blinkt. Und was brauchen Sie? Wie lange brauchen Sie noch? Naja, eigentlich hätte die Ersatzbirne schon vor 10 Minuten eintreffen sollen. Okay... Aber ohne die Birne kann ich nichts machen. Das ist schlecht. Ich kann den Automaten nicht einmal verlassen. Das ist natürlich noch blöder. Und warum nicht? Das hängt mit der verflixten französischen Bauweise zusammen. Ja, ja, diese Franzosen, echt hier. Mein Assistent hat die alte Birne mitgenommen, um eine passende neue zu finden. Oh, ist das nervig. Und ich muss jetzt die Kontakte festhalten, damit sie nicht abrutschen. Sonst würde das Gerät womöglich einen Kurzschluss auslösen. Na super. Selbst wenn ich mit Ihnen rede, kann ich die Kontakte nicht richtig festhalten. Ja, das merken wir, weil das dauernd so scheiße blinkt hier. Das ist ja grauenvoll. Ja, genau, wir haben es bemerkt. Wäre es... Nee, geht ja da nicht, ne? Es geht wahrscheinlich dann nicht. Frag mal einfach. Wäre es möglich, kurz ein Passbild von mir machen zu lassen? Ah, ja. Ich muss mich dann aufbauen. Ich schlafe hier gleich ein. Und die Bersersbirne ist noch nicht da. Warum muss ich das hier alles noch wiederholen, wo der so blinkt? Okay, dann sag mal erstmal tschüss. Tschüss, genau. Weil da kommen wir ja eh nicht weiter. Ja, ja, dann lass mich mal weiterarbeiten. Und red mal mit dem... Wollen wir das in der nächsten Folge tun? Ja, das machen wir in der nächsten Echt? Folge. Echt? Konzentrieren, bla 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 bla. Ja, beruhig dich. Genau. Okay. Dann verabschieden wir uns für die erste Episode und hoffen, dass ihr auch demnächst bei den weiteren Folgen mit dabei sein werdet. Genau, wenn es heißt, ab nach Kairo. Also, hoffen wir doch mal, dass es das heißt. Ciao. Tschüss.